Holy Rü, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Wartet, ich rede gleich weiter. Rise of the Tomb Raider. Wir müssen uns wieder hier hochschleichen. Zumindest versuchen wir es. Jetzt wieder diesen Typen da. Ah, okay, gut. Typen ausschalten. Hat niemand gesehen? Eine Giftbombe reinschmeißen. Ha! Den haben wir auch, okay. Ja, warte mal, können wir... Wie könnte ich das nochmal ablegen? Scheiße! Nein! Geh runter da! Lara, geh runter! Oh Gott! Nein! Kacke! Das war keine Absicht! Geh weg! Okay! Wir haben uns geheilt, okay. Von wo? Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Huh, englische Ahnen. Achievement. Oh Gott. Das mit der Flasche war halt übel dumm. Scheiß die Wand an, ey. Heilige Kacke. Hä, wieso können wir nicht... Achso, wir sind voll mit Pfeilen. Ah, okay. Ach Gottchen. Ich meine, oh Mann, Alter. Krass. Puh. Gucken wir uns das hier an. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Oh. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Oh, sie mag uns. Süß. Wir sie aber nicht. Hm. Kann sie uns sowas antun? Und so hintergehen? Und unseren Vater? Na, Mann. Okay. Was war hier? Irgendeine Stelle. Zum Buddeln oder so? Hä? Achso, das war... Ah, toll, wegen der Lampe. Boom. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas Cooles finden. Ein paar Flaschen waren da gerade. Da oben piept's immer noch. Komische Wildratte oder so ist da gerade lang gehüppelt. Oh, ich hab mich gerade vor dieser Figur erschrocken, ey. Also vor dieser Statue halt. Oh, Mann. Ich dachte gerade so, scheiße, da ist noch ein Gegner. Aber nein, es ist nur eine Statue. Keine Angst, Leute, keine Panik, nur eine Statue. Kommt runter und entspannt euch. Hier ist ein Reh. Bell nehme ich immer gern mit und Beeren auch. Okay, Blätter, wie es aussieht. Müssen wir jetzt hier rein? Nee. Ah, Moment. Von hier aus? Vielleicht da hoch? Auch nicht.
Das hätte jetzt irgendwie so ein bisschen Sinn gemacht, ne? Kann ich die Statue anschauen? Nein, kann ich nicht. Hier vielleicht irgendwas aufschieben oder so? Auch nicht. Hä? Ach, vielleicht muss ich da oben rauf. Ja, das sieht so aus, als ob ich hier oben rauf müsste. Aber doch nicht. Doch von hier aus vielleicht. Ja. Okay. Von hier aus dann... irgendwas machen, glaube ich. Oder? Hä, wo muss ich hin? E halten. Ja, ich halte E. So schnell. Achso, schnell hinaufrutschen, okay. Ja. Toll. Hä, wo zur Hölle muss ich hin? Ja, die Bombe da piept immer noch. Wo ist der Typ eigentlich hin? Oder muss ich hier rein? Nein. Zugangscode oder so eingeben? Ich habe keine Ahnung, Alter. Hä? Verwirrung. Ist da was? Kann ich das aufmachen? Auch nicht. Lara ist kalt. Zieh dir mal was an, Lara. Mensch, was ist da? Achso, Erze. Okay. Hier vielleicht doch noch irgendwas kaputt machen oder so? Ich hab keine... Ah! Ah! Ah, okay. Okay, ja, Jacob, jetzt. Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Dein Ernst? Wie hast du das denn geschafft, Alter? Wir müssen alle umbringen und du rennst einfach irgendwo hin. Dein Ernst? Um eine Seilbrücke zu erschaffen, ja. Halten Sie rechte Maustaste gedrückt, warte, was? Achso, ja, hä? Okay, wenn ich jetzt wüsste, wo ich, wissen könnte, wo ich das anbringen muss, wäre das eine ganz gute Sache eigentlich. Ach, da oben wahrscheinlich irgendwo? Ah, da! Ah, ja. Bin schon ein schlauer Bursche, ne? Ich muss da reinkommen. Hier rein? Jacob, was macht er da? Weiß ich nicht. Nein, ja. Du bist aber auch doof manchmal, ne? Lara, ich wollte eigentlich, dass du hochspringst und nicht zur Seite. Zack, sehr... Oh. Vorsichtig, Lara. Nein, ach. Vorsicht wird überbewertet. Runter. Einfallen lassen. Reinklettern, genau. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimische Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet. Ja, ist sie krank? Also, ernsthaft krank? Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir,
All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Okay. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Oh oh. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Okay. Dokumententab. Okay. Egal. Brauchen wir nicht. Ich muss hier irgendwie raus. Ach, wirklich, Lara. Deine Ernte. Okay. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Alles klar. Wir haben die Karte. Für dieses Gebiet. Dort ist noch eine Schriftrolle. Verdammt, okay. Ich muss hier raus. Ach. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Okay. Komm schon. Ja, aufgebrochen, nice. Jetzt passiert was. Irgendwas passiert jetzt. Gleich. Oder auch nicht? Echt jetzt? Doch nicht. Oh Mann. Ich hab mich gerade drauf gefreut. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Hm. Okay. Dann halt nicht. Ach da. Können wir jetzt die Kurbel drehen? Ja, können wir, okay. Achso, nee, warte mal. Ah. So. Nicht doch eher anders, Lara? Ich weiß es irgendwie nicht. Hä? Ach so, das stand der Strom wahrscheinlich. Oh. So viel kriege ich mit, ey. Nein! Oh, Kacke! Na los! Du bist tot! Shit.
Okay, wir haben jetzt ein MG. Also ein Sturmgewehr. Ich hab dich gesehen, instant. Headshot, Bitch. Muni. Noch mehr Muni, Beeren oder so. Okay, Blätter sind wir aber voll mit, okay. Wo? Okay, den haben wir auch. Da ist die Leiche, danke. Dich habe ich gesucht, Leiche. Nett, dass du auf einmal bei mir auftauchst. Super cool von dir. Okay. Ist ja schon easy, ne? Muss ich ja sagen. Ist ja schon easy. Hust, hust, hust. Alles mitnehmen? Was ist das? Wo? Lol. Da oben. Sprengladung herzustellen. Oh, lol. Boom. Hinrennen. Ja. Easy. Okay, mit Erzen können wir also Sprengladungen herstellen. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Alter. Alter. Das ist übel nice. Oh, da. Ich hab dich gesehen, aber ich kann dich gerade nicht angreifen. Außerdem habe ich hier gerade was übersehen. Holz. Nice. Sehr gedrückt halten. Ah. Headshot, Bitch. Glaube ich. Okay. Irgendwie noch was hier? Irgendwo? Ah. Yeah. Nichts da drin? Außer Erfahrung? Ist das dein Ernte? Ist das dein... Oh. Ernte? Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Ein gerechter Mann. Mhm, ein gerechter Mann bringt nicht einfach Leute um. Nein, eindeutig nicht. Nein, 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 nein. Eindeutig nicht. Okay, ein Rucksack. Was ist drin? Eine Karte gefunden, dein Ernst? Oder was haben wir gefunden? Eine Karte, wie es aussieht. Oder wie, hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ach du Kacke. Oh Gott. Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Ah, schluck auf. Da ist er. Erledigt ihn. Verdammt. Scheiße. Nein, Jacob. Wir haben gerade fast angefangen, dir zu vertrauen. Glaube ich. Können wir uns ausruhen? Okay, erstmal hinsetzen. Zum ersten Mal seit Wochen werden
wurden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Ah, das habe ich Das habe ich gesucht. Hier können wir nichts upgraden, ne? Ach, Mensch. Können wir überall upgraden, was? Oh, lol. Egal, Mondschatten ist die coolste Waffe. Erstmal gucke ich aber hier. Hier brauchen wir auch die ganzen Teile. Mehr Bell. Oh Gott. Okay, hier Schaden erhöht. Schussfrequenz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nachladegeschwindigkeit und Munitionskapazität. Schaden ist halt schon geil, ne? Kostet 12. Kostet hier. Ja, das kostet auch 12 und das kostet 10. Munitionsverbesserung und Rückschuss. Ja, Rückschuss brauche ich jetzt nicht unbedingt. Munitionskapazität ist schon ganz wichtig, finde ich. Das kostet 13. Ich habe noch 14. 14 Dinger habe ich da noch. Dinger. Yeah. Und erstmal gönnen wir uns Schaden. Hier können wir nichts weiter upgraden. Schön. Keine Upgrades. Oh lol, der Part ist zu Ende. Lol, was? Hab ich gar nicht mitbekommen. Okay. Wollen Sie gleichzeitig bis zu zwei Felder auf zwei separate anvisierte Ziele ab? Oh. Das Ziel mit Menschenlängen bleibt erheblich länger stabil. Ist alles geile. Geile, was? Geil. Indem sie im Kopftreffer lautlose Kills oder Tod von oben Kills erfolgreich verketten. Okay, erhöhen sie die Menge der natürlichen Herstellungsmittel, die von... Oh, das ist auch nett. Die Menge der künstlichen Herstellungsmittel. Okay. So, hier... Ohne Rüstung, wow. Das ist Exekutieren, sind viel schneller und erledigen Feinde mit unglaublicher Kraft. Drücken sie F, nichts ahne Feinde... Achso, schneller töten? Lautlos, okay. Stürzen ist immer leise und verursacht... Oh, das ist natürlich mega geil. Das ist natürlich mega geil, also... Das ist mega geil. Schnell Herstellung von Wurf auf die Ecken. Feinde... okay. Wenn sie erfahren, Allein alle hergestellten Handobjekte in größter Detonation zu. Stellen sie die Pistolenkugeln her, okay. Stellen wir was von dem. Okay, ich bin gerade am Überlegen. Eins von den Sachen hier? Ne, ich glaube, ich nehme hier. Entweder das oder das. Ich glaube, ich nehme erstmal das hier. Dass wir lautlos runterspringen von Dächern und so. Und jetzt würde ich sagen, Leute, beenden wir erstmal hier diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.